Liebe Freunde, jedes Mal, wenn ich hier stehe, es ist, glaube ich, das sechste Mal, bin ich erstmal wieder total zufrieden, total begeistert, dass ihr es schafft, 245 Mal, und es geht ja weiter, hier euch zu versammeln, um zu manifestieren, was eigentlich nötig ist und wie man diesen Unsinn stoppen kann. Also das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Jedes Mal sage ich es, sowas hat es in der Bundesrepublik, aber sowas hat es auch in Europa in dieser Form noch nicht gegeben. Das, was die Montagsdemos in der DDR bewegt haben als Wiedervereinigung, da ist dann Politik in Bewegung gekommen. Wir müssen hier noch eine Weile stehen, bis Politik auch hier in Bewegung kommt und bis die Mauern fallen, die in den Köpfen derjenigen sind, die glauben, weil sie einmal so gesagt haben, dürfe man nicht mehr von dieser alten, viel zu alten Konzeption abweichen. Es gibt einen ganz aktuellen Anlass, ihr werdet es in den Nachrichten gehört und gesehen und in den Zeitungen gelesen haben. Der nächste Weltklimabericht ist da und da wird uns wieder mitgeteilt, wir müssen jetzt und so schnell wie möglich handeln, damit eine sinnvolle Klimapolitik umgesetzt wird. Und wir alle wissen, ein wesentlicher Bestandteil der Klimapolitik ist die Verkehrspolitik. Ohne in der Verkehrspolitik dafür zu sorgen, dass der fossile Autoverkehr, die fossile Mobilität, der fossile Lastwagenverkehr, dass das weniger wird, dass das aufhört. Ohne diesen Beitrag werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Und natürlich ist das dann auch eine Frage der Bahnpolitik. Es gäbe eine Bahnpolitik, die hätte gute Chancen, die Autobahnen zu entlasten, die hätte gute Chancen, aus dem Stau rauszuführen. Eine solche Bahnpolitik bräuchte ein größeres Netz als heute, viele Streckenreaktivierungen, und eine solche Bahnpolitik müsste sich auf die wirklichen Probleme im deutschen Bahnnetz konzentrieren. Und der Stuttgarter Hauptbahnhof war nun wirklich nicht das vordringlichste Problem deutscher Bahnpolitik, denn er hat prima funktioniert. Wir haben eine Menge andere Hauptbahnhöfe, in denen funktioniert es nicht. Ich sag mal, das ist Köln, das ist Hannover, das ist Mainz, das ist Dresden, das ist Leipzig, das sind alle die Hauptbahnhöfe, wo das Miteinander von lokaler S-Bahn, regionaler Regionalbahn und Fernverkehr nicht funktioniert, weil die Kapazitäten seit Jahrzehnten nicht mehr ausgebaut wurden. Dafür ist jetzt kein Geld da. Der Kölner Knoten wartet seit 30 Jahren darauf, dass endlich ein vernünftiger Ausbau passiert. Nein, der passiert nicht, weil wir hier das Geld versenken müssen. Und die Zukunft der Bahn ist eben nicht nur die Zukunft der Bahn in den Metropolen. Es geht nicht nur um die großen Zentren. Es geht auch um die Fläche. Und wenn wir in der Fläche eine Chance haben wollen, dem Autoverkehr und dem Lkw Paroli zu bieten mit dem Schienenverkehr, dann brauchen wir ganz viele neue Regionalbahnsysteme. Wir brauchen Streckenreaktivierungen von Strecken, die früher sinnvoll betrieben wurden, die in den letzten 40 Jahren stillgelegt wurden. Im Raum Stuttgart gibt es ein paar gute Beispiele dafür, wie man das eigentlich machen müsste. Aber wir haben jetzt nicht hunderte von solchen Projekten in Deutschland, weil die Bahn sich auf dieses Riesenloch hier mit ihren Investitionen konzentriert. Und natürlich ist das auch ein Thema des Güterverkehrs, der langen Lkw-Schlangen auf den Autobahnen. Und wir wissen, dass unser südlicher Nachbar, die Schweiz, unter dem Druck der EU einiges zugesagt hat und dass dann eigentlich auf der Oberrheinstrecke
beginnen von Mannheim nach Süden, nach Basel und dann über die Alpen investiert werden müssten, um die Kapazität auszubauen. Und seit 20 Jahren schafft die Bahn es nicht, das, was nötig ist, damit der Nord-Süd-Verkehr sinnvoll auf die Schiene verlagert wird, an Investitionen zu machen, natürlich mit Lärmschutz verbunden. Nein, warum nicht? Weil hier die Milliarden verbuddelt werden. Und deswegen ist es ein Riesenproblem, ich habe das hier schon mehrfach gesagt, dass in den großen Medien der Dampf aus dem Thema raus zu sein scheint. Die, die weit weg sind, haben so das Gefühl, okay, die Tunnelbohrmaschinen sind da jetzt am Bohren und die ersten 10 Kilometer sind schon gebohrt und jetzt bohren sie noch ein bisschen. Und da haben wir nachher die 60 Kilometer, die wissen alle nicht, dass eigentlich hier fast noch gar nicht angefangen wurde, zwar viele Platanen abgehackt, zwar der halbe Park umgegraben, aber im Prinzip ist das, worum es wirklich den, jetzt sage ich mal, Idioten geht, nämlich diese Kilometer von Tunnel zu buddeln. Das ist gerade erstmal im allerersten Anfang. Also kann man noch jederzeit eine Vollbremsung machen. Man muss nicht vor die Wand fahren. Und die Bahn wird noch kapieren, dass es sie wahnsinnig wehtut, wenn ihre finanziellen Spielräume für sinnvolle Projekte durch Stuttgart 21 so blockiert werden, dass das, was anderswo in Kiel, in Flensburg, in Rostock, in Schwerin, die kapieren nicht, dass das, was bei ihnen nicht passiert, damit zu tun hat, weil hier in Stuttgart etwas Schlimmes passiert. Und deswegen werde ich und meine lieben Kollegen, die da alle unterwegs sind, nicht müde, in anderen Teilen des Landes das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Bahnpolitik nur in Netzen funktioniert, mit vielen leistungsfähigen Knoten, mit einem Netz, was in der Fläche auch attraktiv ist und nicht, wie Herr Medorn immer meinte, die Bahn kann nicht an jeder Kanne halten, der Nahverkehr interessiert uns nicht, ein paar Hochgeschwindigkeitsstrecken, ein paar 21er-Projekte und dann wäre das die kleine, feine Bahn des Herrn Medorn gewesen. Der hat uns das letztlich alles eingebrockt, der große Bahnversager, und wir haben jetzt diese Suppe auszulöffeln. Und natürlich kriegt ihr das alle mit, die ihr unterwegs seid, hier in der S-Bahn, in der Regionalbahn. Ihr kriegt mit, was schon jetzt alles nicht mehr funktioniert. Wie chaotisch das wird, wenn man in einem bestehenden Netz eine Riesenbaustelle hinein operiert, nicht minimal invasiv wie K21 gedacht war, sondern mit der maximalen großen Keule noch Beton und noch Beton und noch eine Bohrmaschine und noch eine Tunnelbohrmaschine. Das ist der Geist von Stuttgart 21 und das macht das deutsche Bahnsystem kaputt und verhindert, dass wir unsere klimapolitischen Hausaufgaben sinnvoll erfüllen können. Und es ist so ärgerlich, es ist wirklich so ärgerlich, dass ein Herr Dobrindt und 16 Landesverkehrsminister im Prinzip nicht den Aufstand machen, nicht den Kurswechsel, den Spurwechsel in der Bahnpolitik einfordern, der nur so aussehen kann, wie wir das in der Schweiz gelernt haben. Natürlich brauchen wir einen Deutschland-Takt im ganzen Land. Natürlich brauchen wir einen Deutschland-Tarif im ganzen Land, der es uns einfacher macht, als Bahnfahrer im Dschungel uns zurechtzufinden. Und natürlich brauchen wir auch in Kleinstädten und in Mittelstädten vernünftige Regionalbahnsysteme, die sich an den Bahnhöfen treffen. Und natürlich brauchen alle Mittelzentren und Oberzentren Anschluss an den Fernverkehr mit einem Interregio-System. Es war die schlimmste Sünde von Medorn, dass er den Interregio abgeschafft hat.
Jetzt ist die Frage, wie wird es weitergehen? Wir werden erleben, jetzt fangen die da an zu bohren, die Bohrer arbeiten und bei der Gelegenheit tickt dann immer die Uhr und die nächste Million geht durch diese Eieruhr durch und noch eine Million und noch eine Million, am Ende noch 2 Milliarden mehr und 3 Milliarden mehr, wie wir das gerade am Flughafen in Berlin erleben, wie das der innere Charme in Anführungszeichen, die Perversion von Großprojekten ist. Die können eben nicht mal eben in 2 Jahren erledigt sein. Das dauert ewig, da sind riesige Risiken mit verbunden. Und das alles wird auf dem Rücken eines Bahnpublikums in dieser Region rund um Stuttgart ausgetragen, wo nichts mehr funktioniert, wo kein Regionalverkehr und keine S-Bahn und keine Stadtbahn in Stuttgart mehr vernünftig und pünktlich funktioniert, weil permanent die Bauerei irgendwo in die Quere kommt. Und deswegen müssen wir einfach hoffen, dass nicht nur hier bei euch in Stuttgart, ich sehe jetzt, der Marktplatz ist wieder voll, es ist ewig faszinierend, wie hartnäckig ihr mit eurem Protest seid, aber ich hätte gerne, dass am Hauptbahnhof in Rostock und in Dresden und in Leipzig und in Hamburg und anderswo genau solche Demonstrationen stattfinden. Dass der Unsinn aufhört zu tun, als wäre das ein rein lokales Problem. Auch soll sich der Oberbürgermeister drum kümmern. Das ist ein reines Stuttgarter, so der Bahnhof in Stuttgart. Die tun immer so, als wäre das was rein Lokales. Das ist nichts Lokales, sondern das ist der Sargnagel deutscher Bahnpolitik. Und deswegen wird es auch darauf ankommen, immer wieder bei Veranstaltungen, wie wir sie im Frühjahr hier gemacht haben, den anderen, die dann aus der Republik und aus den Nachbarländern, aus Italien, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aus Frankreich hier hinkommen und dann immer wieder den Kopf schütteln und sagen, was macht ihr da eigentlich? Das bezieht sich auf das, was die Investoren hier machen. Ja. Deutlich zu machen, dass eine moderne Bahnpolitik in dichten Netzen mit vielen Knoten, mit Taktverkehr, meine Güte, da muss mindestens ein 1,5-Stunden-Takt her, der alle Zentren miteinander verbindet, dass wenn der eine Zug weg ist, man nicht wieder eine ganze Stunde warten muss. Also wir haben, weiß Gott, genug Aufgaben im deutschen Bahnsystem, die müssen endlich angegangen werden. Lieber Herr Grube, rufen Sie ganz klar Merkel hin, Merkel her, Schluss mit dem Unsinn, eine neue Bahnpolitik, eine Renaissance der Flächenbahn, das ist angesagt. Und ihr müsst denen die Mores lehren und irgendwie müsst ihr dafür sorgen, dass eure Vettern, Cousinen, Neffen, Nichten, was auch immer ihr sonst in der Republik haben, dass die auch mal auf die Straße gehen, damit ein ganzes Volk aufsteht und den Unsinn ein Ende setzt. Vielen Dank. Und ein letztes Wort vielleicht noch, weil ihr alle gehört habt, ich will jetzt mit dem Zug weiter nach Ingolstadt, ich weiß nicht, ob die Züge noch fahren. Es ist wahnsinnig ärgerlich, dass die Gewerkschaften in Deutschland diesen Unsinn mitmachen und nicht sehr klar ihre Machtposition gegen Stuttgart 21 richtig massiv aufgefahren haben. Das wäre wirklich einen Streik wert, aber das tun die nicht. Vielen Dank.